So, Freunde, es ist wieder an der Zeit, pünktlich zum Wochenende für ein Update-Video zum Kryptomarkt. Ich denke, ihr seht es alle. Bitcoin hat hier ordentlich zugelegt, Ethereum hat hier ordentlich zugelegt, aber auch sämtliche anderen Krypto-Projekte laufen wieder sehr, sehr gut, bauen alle hier wieder auf. Und natürlich kommt jetzt die Frage auf, werden wir jetzt hier weitere grüne Felder sehen oder könnte es sein, dass wir in den nächsten Tagen bzw. Wochen hier wieder sehr, sehr viel rot sehen werden. Genau dazu habe ich natürlich auch noch mal einen Artikel mitgebracht mit einer, hier ihr seht das Ganze schon, mit einem Diagramm im Endeffekt, die sehr, sehr interessant ist, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Natürlich sprechen wir aber auch über Ethereum und das Update, das jetzt am 4. August live gehen soll. Falls du hier den Artikel noch nicht gesehen hast, findest du auf coinstelle.de unter Blog. Hier haben wir jetzt auch die ein oder anderen kleinen, wirklich kurzen Artikel, um das Ganze einfach wirklich auf den Punkt zu bringen. Und natürlich aber auch findest du auf meinem Kanal hierzu natürlich auch dann noch das ein oder andere Video. Aber wir springen jetzt direkt rein und wir schauen als allererstes, würde ich sagen, mal auf das Bitcoin-Chart. Bitcoin steht gerade bei 41.700 Dollar plus minus gerade aktuell. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln. Denn wir haben ja Folgendes gesehen. Nachdem wir hier jetzt oben ausgebrochen sind, beziehungsweise nach dem Dreieck, was ihr hier seht, sind wir nach oben hin ausgebrochen. Wir haben die Fibonacci Retracements erstmal soweit durchbrochen. Wir sind bis hier hochgekommen, bei 40.000 das erste Mal abgeprallt und dann nochmal Richtung Fibonacci Retracement bei 36.500 aufgefangen worden. Seitdem scheint es so, als würde Bitcoin hier so ein kleines Rising Wedge bilden, was ja erstmal ein bearishes Pattern wäre, wenn es wirklich dann der Fall hier ist. Aber wir sehen jetzt auch, dass Bitcoin hier exakt gegen meine Widerstandslinie gelaufen ist und zwar 2-4 Stunden Kerzen exakt bei 42.300 Dollar. Das hatten wir im letzten, beziehungsweise doch im letzten Video hier auch, nachdem wir das mit der Accumulation Phase hier besprochen haben. Wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Sehr, sehr interessant. Auch etwas aus der Vergangenheit, was wir in die jetzige Zeit mitnehmen können, beziehungsweise Erfahrungswerte, die für uns zum heutigen Zeitpunkt unglaublich wertvoll sind. Auf jeden Fall mal anschauen. Aber wir schauen jetzt, würde ich sagen, als allererstes, bevor wir hier auf diesen Artikel zu sprechen kommen, schauen wir als allererstes mal ganz kurz hier auf das Chart. Wir sind gerade im 4-Stunden-Chart und ihr seht es hier sehr schön, wie es Bitcoin tatsächlich geschafft hat, über Nacht hier die 40.000 wirklich deutlich zu durchbrechen, auf die 42.000 zuzulaufen, beziehungsweise exakt zu meiner Widerstandslinie bei 42.300 Dollar. Und hier sind wir jetzt das erste Mal auch abgeprallt. Wir schauen uns mal ein bisschen im kleineren Timeframe an. Und ihr seht, ja doch, es könnte hier fast sogar so die Bestätigung, wobei die könnte noch ein bisschen tiefer kommen, dass wir hier vielleicht sogar noch mal eine Bestätigung bekommen bei 40.700, 40.800. Aber gegebenenfalls, wenn wir hier jetzt aufbauen und das Ganze sehr, sehr vieles spricht da dafür, ich möchte es dir gleich zeigen, dann könnte ich mir relativ jetzt bald vorstellen, dass Bitcoin das hier vielleicht jetzt auch erstmal so macht und dann vielleicht endlich nach oben hin ausbricht. Aber wir, wie gesagt, wir sind hier gerade aktuell, das sieht man auch sehr, sehr gut, bildet Bitcoin hier so ein kleines Rising Wedge. Und ein Rising Wedge ist ja erstmal ein bearishes Pattern, das heißt also auch rein theoretisch, was auch möglich wäre. Wir könnten natürlich hier jetzt auch so ein bisschen konsolidieren in dem Bereich und dann vielleicht sogar abprallen. Und das hier dann sehen, erstmal nochmal eine Bestätigung, bevor es dann weitergeht. Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, wir sind in einem Bereich, in dem es sehr interessant ist, sehr interessant wird. Aber, und das ist natürlich jetzt das große Aber, wir haben was Ähnliches, was wir letzte Woche halt schon hatten. Und zwar, das war ja auch der Grund, warum ich hier in diesem Video geschortet habe, mehr oder weniger. Wie gesagt, dieser Short, dieser habe ich im Verlust schließen müssen. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir haben es gesehen, wenn wir hier mal auf die Features schauen, hier, wir haben hier einen riesen Gap, ja, im Endeffekt gehabt. Wir hatten das Ganze ja hier auch schon, diese Lücke. Das bedeutet einfach, dass am Freitagabend zum Beispiel die Börse schließt, wo man im Endeffekt über Features in Bitcoin investieren kann. Und die öffnet natürlich dann wieder zum Wochenbeginn. Wenn jetzt übers Wochenende aber dann zum Beispiel ein Breakout ist, also dass das Bitcoin hier zum Beispiel viel weiter aufbaut, kann es gut sein, dass diese großen Investoren, die hier natürlich in die Features investieren, dann erstmal sagen, okay, wir holen den Preis jetzt erstmal wieder zurück, damit wir uns ja auch positionieren können. Das haben wir dann hier gesehen. Also hier wurde das Ganze gefüllt.
Wir hatten das Ganze hier, wurde es gefüllt. Ihr seht es auch hier, hatten wir über Nacht mehr oder weniger dann so einen brutalen Ausbruch. Das Ganze kam wieder zurück. Also mehrmals würden diese Gaps im Endeffekt jetzt schon wieder gefüllt. Und es besteht natürlich auch hier die Gefahr, dass diese Lücke jetzt wieder gefüllt wird. Aber soweit wollen wir noch gar nicht sprechen. Aktuell stehen die Futures bei 40.900 Dollar. Der Bitcoin steht gerade bei 41.800, also das heißt schon wieder 1.000 Dollar darüber. Könnte natürlich gut sein, dass wir zum Wochenbeginn dann hier eventuell einen kleinen Rücksetzer sehen. Kann natürlich aber auch sein, dass es im allerschlimmsten Fall wirklich hier nochmal bis runter auf die 33,5 geht, um im Endeffekt einfach hier diese Lücke, die sich hier gebildet hat, auf den Futures, die dann wieder zu schließen. Aber so weit würde ich jetzt noch gar nicht gehen. Wir schauen jetzt einfach mal erstmal übers Wochenende, was hier passiert. Und ihr seht auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und das sehen wir hier jetzt im Daily-Bereich. Auf die möchte ich als allererstes zu sprechen kommen. Danach gucken wir uns direkt den Artikel an. Und zwar diese grüne Linie. Wir hatten es in den letzten Videos hier und immer wieder mal besprochen. Ich glaube auch hier jetzt nochmal. Übrigens, wenn dir dieses Video gefällt, zeig es mir natürlich sehr, sehr gerne mit einem Like. Damit unterstützt du mich und natürlich darfst du diesen Kanal sehr gerne abonnieren, Glocke aktivieren, damit du einfach auch zukünftig nichts mehr verpasst. Aber wie gesagt, wir hatten das Ganze hier in diesem Video besprochen und jetzt möchte ich dir das Ganze hier auch nochmal wirklich detailreich zeigen. Wir sind hier im Tageschart und ihr seht, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Wir sprechen hier um den durchschnittlichen Preis auf 100 Tage. Das ist diese grüne Linie. Die spiegelt im Endeffekt den durchschnittlichen Preis, was Bitcoin innerhalb 100 Tagen hat. Und ihr seht jetzt auch eine Sache. Und zwar, ich gehe ein bisschen weiter zurück erstmal. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Das erste Mal, als Bitcoin das Ganze hier bestätigt hat, also wo wir hier im Endeffekt gekreuzt sind, der Preis ist höher als der durchschnittliche Preis gestiegen. Ab dann hatten wir, ihr seht es, eine richtig schöne Rallye. Schauen wir mal ganz kurz, was das hier prozentual war. Das waren hier einfach mal schnell 290%, die Bitcoin hier hingelegt hat. Okay? So, dann haben wir hier wieder im Endeffekt diesen Einbruch gehabt. Wir waren hier wieder oben drüber. Wir hätten hier im Endeffekt dann unseren nächsten Bullrun haben können. So, dann kam der Covid-Crash. Nachdem wir dann den Covid-Crash aber durchstanden haben oder beziehungsweise überstanden hatten, nachdem wir dann hier wieder oberhalb geschlossen haben, durchgebrochen sind, haben wir es hier nochmal probiert, aber seitdem nicht mehr. Ihr seht es, bis hierher, wo es Bitcoins erste Mal hier wirklich abgekauft wurde, von den 65.000 hier runter bis auf die 48.000. Hier wurde gebounced dann erstmal, wir sind nochmal hochgekommen und dann wirklich signifikant durchgebrochen. Aber gehen wir einfach auch mal davon aus, dass von hier, von diesem Punkt bei knapp 10.000, haben wir den durchschnittlichen Preis mit Bitcoin, also hat Bitcoin Preis, den Moving Average in 100er, das letzte Mal wirklich berührt. Und seitdem hatten wir einfach hier einen Anstieg über 500%, Leute. 500%, was Bitcoin hier draufgepackt hat. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Bereich, denn was hat Bitcoin jetzt über Nacht gemacht? Er hat genau das hier, genau diesen Moving Average, den durchschnittlichen Preis von 100 Tagen, hier signifikant wirklich durchbrochen. Und wir sind jetzt hier im Tageschart. Wenn wir auch im 4-Stunden-Chart schauen, würde das Ganze ja hier in diesem Bereich liegen. Wir sind hier schon deutlich darüber. Aktuell nähert er sich aber hier, da kommt hier unten wieder die grüne Linie, er nähert sich hier wieder den 36.000. Und das ist das, was ich gerade vorher gesprochen habe mit dem Gap. Wir haben Lücken. Diese Lücken kann es gut sein, dass die hier noch gefüllt werden von den Features. Und deshalb kann es natürlich auch gut sein, dass Bitcoin hier, vor allem bei einem Rising Wedge, was ja erstmal ein bearishes Pattern ist, hier tatsächlich vielleicht jetzt bei den 42 abprallt, wir nochmal runterkommen, dann auch den Moving Average hier nochmal im Endeffekt küssen bzw. berühren werden und dann das Ganze wieder richtig hier aufgebaut wird. Also auf jeden Fall dieser Moving Average hier im Tageschart sehr, sehr starker, sehr, sehr wichtiger Indikator und wir sind hier auf jeden Fall jetzt erstmal durch. Wichtig ist natürlich, dass wir zum Wochenbeginn dann auf jeden Fall auch weiterhin stark aufbauen werden und hier nicht nochmal darunter fallen, bevor nicht, dass wir was Ähnliches bloß umgekehrt wie hier sehen. Wir sind mal kurz drüber, testen das Ganze und fallen dann wieder durch. Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich hier jetzt bald richtig stark aufbauen werden. Okay, so, dann kommen wir jetzt zum sehr interessanten Teil und zwar geht es in diesem Artikel um die Accumulation von Bitcoin, die wir im letzten Video sehr, sehr stark besprochen haben. Und hier geht es um Wale und Fische im Endeffekt. Ich möchte es gar nicht so groß vorlesen jetzt.
Du kannst dir diesen Artikel natürlich auch sehr, sehr gerne hier auf Cointelegraph auch mal selber anschauen, aber es geht hier um diese On-Chain-Daten. Und das ist unglaublich interessant. Wenn wir einfach mal anschauen, das Ganze von 2016 bis jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, sehen wir eine Sache sehr, sehr deutlich. Wir sehen, dass in diesem Bereich hier sehr viel Orange und Rot ist, okay? Bis hierher. Das heißt also bis 1000 Dollar. Bis 1000 Dollar haben hier im Endeffekt überwiegend Whales or many groups of all sizes are accumulation. Also im Endeffekt große Investoren haben hier im Endeffekt in Bitcoin investiert. So, dann haben wir hier grüne und hier wieder so ein bisschen grün-blau. Auch hier grün-blau. Jedes Mal, nachdem wir erstmal eine Korrektur hatten, wir aufgebaut haben, oder wenn wir hier oben angekommen sind bei 3000 und wir ein bisschen runterfallen, dann kaufen im Endeffekt die kleinen Leute. Die großen Leute kaufen dann im Endeffekt auch hier, haben sie wieder ordentlich gekauft, bis hier hoch und ab dann mehr oder weniger nur gehalten oder verkauft. Und dann kamen halt die kleinen Investoren, die dann auf dem Weg nach unten von 20.000 Richtung 3.000 insgesamt mit dem Covid-Crash hier bis auf 3.000 nochmal, ja, die haben hier gekauft. Das sind die Leute, die dann auch langfristig erstmal aus dem Markt gespült werden, weil die halten diese Periode hier über 3 Jahre mit ihrem Investment meistens nicht durch. So, was wir hier jetzt aber auch wieder sehen in diesem Bereich, haben ja auch wieder hier die Wale investiert. Jetzt kommen wir zu einer interessanteren Sache und zwar geht es jetzt um die letzten 12 Monate. Letztes Jahr Juli bis zum heutigen Juli. Und wenn wir einfach mal schauen, hier waren wir knapp unter 10.000, hier haben natürlich wieder schön groß die Wale investiert. Als wir hier oben dann wieder waren, kurz bevor wir einen kurzen Rücksetzer bekommen haben, haben natürlich wieder kleine Fische investiert. So, dann hatten wir einen Rücksetzer. Hier unten wurde nichts von kleinen Fischen im Endeffekt investiert. Viele davon sind natürlich dann auch erstmal wieder mit Verlusten raus, weil sie nicht mal diese Periode hier durchgehalten haben. So, und dann geht das Ganze natürlich steil nach oben. So, wir waren hier dann knapp bei 20.000 und da haben natürlich dann richtig stark in diesem Bereich hier gerade auch Michael Saylor, Elon Musk und so weiter natürlich richtig dick investiert. So, ab dann, ihr seht es, wir sind so im leicht grün-orangenen Bereich. Das ist hier in der Mitte. Hier waren so ein bisschen kleinere Wale dabei, hier waren aber auch so ein bisschen kleinere Fische dabei. So, ab hier oben, wo wir über 50.000, zwischen 50 und 60.000 sind, kaufen oder haben nur kleine Fische gekauft, also wirklich nur kleine Investoren. Kein einziger Wal hat hier oben gekauft, nur kleine. Und dann sind wir hier bis jetzt hier runtergekommen. Bitcoin hat eine 50-60%ige Korrektur gemacht. Was glaubt ihr, wie es den Leuten geht, die jetzt hier in den Kryptomarkt gekommen sind? Die sind raus, die haben sich die Zunge verbrannt, die sind erstmal hier meiner Meinung nach aus dem Kryptomarkt draußen. Aber dann, jetzt sehen wir eines wieder und zwar, hier wird das gelb-orange, hier kaufen jetzt wieder die großen Wale. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, ähnlich wie hier, dass wir in diesem Bereich, dass wir in diesem Bereich oder in diesem Bereich jetzt gerade sind und hier jetzt tatsächlich der nächste große Move kommen wird. Da ob wir nochmal einen kurzen kleinen Rücksetzer bekommen, ja, definitiv, kann gut möglich sein, können wir nicht vorhersagen. Aber wir sind hier signifikant erstmal über den wichtigsten Bereich oder im wichtigsten Bereich jetzt erstmal angekommen. Wenn es Bitcoin, wie gesagt, hier jetzt schaffen sollte zu bestätigen, dann glaube ich, dass wir relativ schnell Richtung All-Time-Highs kommen, Richtung 55 bis 65.000 Dollar. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz eine Sache zeigen und dann haben wir es auch schon wieder zum Wochenende hin. Ihr seht hier den Ethereum-Chart. Und wir sind auch hier im Tageschart. Ihr seht hier Folgendes. Und zwar dieses W-Pattern. Also hier haben wir zweimal den doppelten Boden. Dieses W, was wir hier geformt haben. Hier oben haben wir die Neckline. Hier ist der Boden im Endeffekt. Und ihr seht es, dass Ethereum hier gerade ausgebrochen ist. Aber. Auch hier seht ihr, dass wir hier im Endeffekt den Moving Average, den 100er haben. Der uns hier zwar immer wieder mal ein bisschen bei Ethereum aufgefangen hat, aber auch zuvor. Ihr seht das. Seit dem Zeitpunkt hier im Endeffekt eigentlich nicht mehr groß berührt. Wir haben es hier mehrmals getestet, sind dann nach unten hindurchgebrochen. Wir laufen jetzt wieder dagegen. Also, dass wir hier im Endeffekt jetzt durchbrechen, so wie wir es bei Bitcoin gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit besteht, ist aber nicht ganz so groß. Beziehungsweise kommt es natürlich ganz drauf an, am 4. August, wenn dann auch noch das Update hier gelauncht wird, dann denke ich, könnte es doch tatsächlich nochmal interessant werden. Also, von daher auf jeden Fall. Ja,
ist, besteht die Möglichkeit, hier eine kleine Position aufzumachen. Ich habe eine ganz, ganz kleine Ethereum-Position hier aufgemacht, wirklich nichts Besonderes. Das Ganze ist hier jetzt gerade mit 30% in den Profiten, also wie gesagt, nichts Besonderes. Ich werde jetzt aber auch relativ bald meinen Stop-Loss dann in den Profit setzen, da ich mir doch tatsächlich vorstellen könnte, wenn wir jetzt hier dagegen laufen, im Daily heute oder morgen, dass wir vielleicht nochmal abprallen und dann vielleicht sogar noch einen besseren Einstiegspunkt bekommen. Okay, alles klar. Wenn dir dieses Video und diese Analysen und das alles so gefallen hat, dann zeig es mir sehr gerne, unterstütze mich sehr gerne mit einem Like nach oben. Gerne natürlich auch, wenn du irgendwas zu ergänzen hast oder vielleicht auch eine eigene Meinung hast, wo du sagst, okay, ich glaube jetzt, es geht eher in die Richtung oder in die Richtung. Lass es mich sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Genauso würde mich aber auch sehr, sehr stark interessieren, was glaubst du, bis wohin könnten wir jetzt Ende des Jahres gerade Bitcoin und Ethereum stehen. Was ist deine persönliche Meinung? Schreib mir mal deine Preisprognose hier in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall definitiv mal interessieren. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes und erholsames Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis bald. Ciao.